Herzlich willkommen hier auf der LearnTech 2015 in Karlsruhe. Bei mir Professor Dr. Marion Weißenberger-Eibel. Was verstehen Sie unter Innovation? Ja, Innovationen wird ja landläufig immer die technische Innovation im Vordergrund gerückt. Und mir ist wichtig, dass technische und nicht technische Innovationen, also Prozesse, Dienstleistungen, also auch organisatorische Innovationen in den Vordergrund rücken. Und es muss nicht immer das Radikale sein, sondern auch die kleinen Schritte der Veränderungen von Funktionalitäten oder Prozessveränderungen, die im Mittelpunkt stehen. Und in der Gesamtheit wird es dann möglich sein, auch die großen Herausforderungen der Zukunft zu gestalten, also demografischer Wandel beispielsweise. Es bedarf organisatorische Veränderungen, es bedarf aber auch letztendlich gesellschaftliche Aufgeschlossenheit, wie wird das Leben miteinander auch gestaltet werden. Und so sind sozusagen ökonomische, ökologische, soziale und gesellschaftliche Facetten verankert im Innovationsbegriff. Warum braucht Deutschland Innovation? Ja, wenn Sie sich ansehen, wie Deutschland in der Innovationsfähigkeit steht, also der Innovationsindikator bringt das ja so deutlich zum Ausdruck, dass wir nur an Rang 6 stehen, insgesamt, ja, betrachtet Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Politik und Gesellschaft. Und das in der Gesamtheit, und das sind viele Länder einfach vor uns. Und wir brauchen die Innovation deshalb, weil wir uns natürlich nicht durch die Kostenvorteile positionieren können in Wettbewerbssituationen, sondern wir brauchen eben die Innovationen in Produkten, in Prozessen, in Verfahren, die dann wiederum auch es ermöglichen, wettbewerbsfähig zu sein. Es sind viele Herausforderungen, die auf uns zukommen. Wie möchten Sie sich diesen oder wie können wir uns diesen Herausforderungen stellen? Also ich denke, es ist ganz wichtig, heute haben wir vieles auch gehört schon über Offenheit, Gesellschaft, Kreativität. Aber der wichtige Ansatz, und da bin ich sehr überzeugt, dass das auch der richtige ist, ist tatsächlich der Innovationssystemansatz. Also wirklich mitdenken, Wirtschaft, die Akteure, die Technologien und die Strukturen, Rahmenbedingungen mitzudenken und zu sehen, was bedeuten bestimmte Technologien für das Alltagsleben, für das Berufswelt. Und was bedeutet das für die Bildung und welche Orientierung kann man hier geben? Und das Zusammendenken, ganz unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen, nicht erst dann, wenn die Technologie am Markt ist, sondern letztendlich die Gesellschaft mitnehmen, Akzeptanz schaffen, dass es auch genutzt wird. Und das bedeutet, ganz frühzeitig eben einzusteigen mit ganz unterschiedlichen Stakeholdern, aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aus der Politik und den Bürgern. Und da eben diese Partizipation im Innovationsprozess vorwärts zu treiben. Haben Sie da ein paar konkrete Beispiele für uns? Also ich denke, das Beispiel Elektromobilität zeigt es sehr schön. Man kann ja elektrische Antriebe entwickeln, Technologieseite. Und man kann Energieeffizienzthemen in den Vordergrund rücken. Aber was nutzt uns die Technologie, wenn letztendlich die elektrischen Mobile keiner fahren möchte? Ja? Also die Frage, wann wird tatsächlich es auch genutzt? Welche Möglichkeiten, welche Ausgestaltung soll es sein? Und auf der anderen Seite die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Wenn die Bundesregierung sagt, so und so viel Elektromobilität im Jahre X zu haben, reicht nicht. Ja? Man muss den gesellschaftlichen und auch den politischen Rahmen schaffen, die Regulierung entsprechend diskutieren. Auf der anderen Seite aber auch diskutieren, gerade Elektromobilität steht ja auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung, das autonome Fahren. Das heißt, was bedeutet es für den Datenschutz? Was bedeutet es für die Privatsphäre? Und da eben Chancen als auch Risiken abzuwägen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wo steht Deutschland hinsichtlich seiner Innovationsfähigkeit? Ja, also wie gesagt, wenn man den Innovationsindikator anschaut, dann stehen wir auf Platz 6. Mag sein, dass das vielleicht gerade noch so ganz gut ist, aber es ist deutlich, dass einfach der Bildungsbereich der schwächste Bereich ist. Und Bildung, Wissen, Kreativität ist die Basis für Innovationen. Und da muss man schon sozusagen nochmal darüber nachdenken, wie können wir uns so aufstellen, dass gerade der Bereich und auch die Aufgeschlossenheit in der Gesellschaft für Neues tatsächlich gestärkt wird. Und wo kann ich das deutsche Bildungssystem einstufen? Also das deutsche Bildungssystem hat so ein bisschen positive Tendenz, kann man sagen. Da hat sicherlich PISA und andere Studien beigetragen. Aber momentan ist es Mittelfeld. Das heißt, wir waren 2011 auf Rang 17, dann ein Jahr später Rang 15 und momentan stehen wir auf Rang 11. Und viele andere Länder schaffen es, dieses Bildungsthema zu vernetzen mit Wirtschaft und auch mit Politik. Das heißt,
diese Partizipation, die uns fehlt, dieses Aufgeschlossenheit, das Lernen und eben die Kreativität nicht zu verlieren und nicht zu verlernen, gelingt es einfach anderen Ländern viel besser als Deutschland. Herzlichen Dank für Ihre Informationen. Ja.